die besten Preise zu den besten Games von diversen Publishern zusammengefasst auf einer Seite. Geh jetzt auf www.instantgaming.com. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Bossbefreiungssimulator 2021. Oh, ja. Hat toll funktioniert. Jetzt. Plops. Und die Kokon-Hälften schwimmen an der Oberfläche. Und wir befreien das Monster. Und es ist... ein riesiger Tintenfisch-Wurm-Geschwülst-Dings. Chica als Larvenform. Wie man natürlich weiß, erstmal Gegner scannen. Das sind dunkle Schredder. Einfach zerstören. So. Und jetzt ihn scannen. Chica als Larvenform. Viermal. Okay, viermal scannen. Woran sehe ich das? Da steht 25% bei Chica. Und das heißt, unser erster Scan bringt 25%. Das heißt, die anderen bringen gleich viel. Das heißt, viermal scannen. Ich weiß auch schon, was... Ja, okay. Dreimal. Ich weiß auf jeden Fall, welche das sind. Ja, Chica als Larve. Morphologie Chica-Larve. Jungtier eines Wächterinsektoiden. Empfindlicher Bereich ermittelt. Objekt weist eine weiche Bauchpartie auf. Zielpunkt muss angepasst werden, um diese Schwäche zum Vorteil zu nutzen. Ja. So, jetzt. Da. Vor allem springen ist sehr wichtig. Der Kampf ist scheiße. Wenn er diesen Sprung macht, muss man unbedingt springen und dem Giftwasser ausweichen. Man kann ihn auch treffen jetzt schon. Das macht nur nicht so viel Schaden. Der taucht jetzt gleich unter. Jetzt. Und wir haben wieder Freunde. Ja, gut getroffen. Man kann ihn aber auch eine Missile reinsetzen. Ist nur sehr schwer. Ah, ganz knapp verfehlt. Schade. Und immer schön hier drauf ballern. Weil das zieht ihm auch ein bisschen Leben ab. Man sollte natürlich schnell schießen können am besten. Ist natürlich vorteilhaft. So, ach, der taucht jetzt unter. Da kommt er. Ah, ganz knapp zu spät. Schade. Da. Jetzt. Nein, wieder zu spät. Oh, ich hasse diesen Kampf. So, warte. Skillshot. Yes, getroffen. Mal jetzt. Nein. Ah, hat noch getroffen. Kleinen Schuss. Komm. Put. Yes. Ja, komm nochmal. Yes. Immer wenn ihr diesen Sprung, diesen kleinen Sprung macht, macht er übrigens diese Viecher. Und dann der spawnt hinter mir, oder? Oh ja. Schön nach hinten gehen. So, schön draufballern. Ja, das war schön. Guck mal, wie viel Schaden wir gemacht haben. So, Moment. Komm, jump. Mach deinen kleinen Jump. Ah, danke. Nochmal. Mach deinen kleinen Jump. Oder mal einen großen Jump. Hinter mir sind wieder Viecher, ich weiß. Ah, nicht getroffen? Okay, bei der Hitbox ist die ist immer seltsam. Da. Noch eine Chance. Ja, getroffen.
Wunderschön. Mal getroffen. Komm. Nein, oh Gott, verfehlt. Ah, jetzt macht er wieder das hier. Schön Charge Beams reinsammeln. Ich glaube, was anderes hilft auch nicht. Ja, so muss man es nämlich machen. Erst ein paar Charge Beams in sein Maul feuern. Und dann mit einem Super Missile auf den Brustbereich. Oder Bauchbereich. Was auch immer das. Hä? Meine. Nein! Du blöder Mistfernbedienung. Ich schmeiß dich irgendwann gegen die Wand. Ich hole jetzt einfach eine andere. Ist mir scheißegal. So, dann hole ich halt eine andere. So. Hole ich die neuere. Misty. Alter, ey. Blöde Scheißfernbedienung, ey. Ich brauche unbedingt mal neue, ey. Aber die eine funktioniert noch gut. Das Problem ist, ich habe 4 Fernbedienungen. Eine ist komplett Schrott. Bei der anderen ist der Akku. Also die hat so einen festsetzenden Akku. Der ist auch komplett Schrott. Und dann habe ich eine, die funktioniert so, ja. Und eine, die funktioniert perfekt. Wow. So, und ich spiele jetzt gerade mit der, die perfekt funktioniert. So, machen wir noch ein bisschen ballern. Ah, schön. Machst du nochmal deinen Jump? Ja, 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 ja. Jetzt hat sie keine Lust mehr. So, jetzt. Letzter. Oh ja. Das ist Chica. Und jetzt haben wir die Endform. Chica adulte Form. Chica. Oh ja. Nee, ich wollte nicht dahin. Morphologie Chica, fliegender Wächter Insektoid. Dieses Lichtwesen lässt sich betäuben, vorzugsweise mit dunkler Energie. Im betäubten Zustand ist nach Schwachstellen Ausschau zu halten. Ja. Ja, wir können auch die Plattform scannen. Das werde ich auch tun. Ja. Da steht zwar dunkle Energie, aber das stimmt eigentlich nicht so ganz. Man kann eigentlich auch eine Super Missile abfeuern eigentlich. Oh, jetzt macht sie diesen Flug, ne? Ja. Hallo, wow, was für ein toller Kack. Charge Beam, ach, Grapple Beam. Ja. Ah, schnell. Komm, 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 Moment. Ah, Nase juckt. Ich kann schon mal verraten, dass es noch weitere Formen geben wird.
Das ist erst die zweite. So, warte, ich halte mich jetzt mal an den Rad und... Ja, funktioniert top. Ach so. Ja. Oh, funktioniert tatsächlich sehr gut. Okay, dann war das mein Fehler. Tatsächlich, zwei Schüsse reichen. Okay, ich habe ihn nicht getroffen. Dann hau ich halt so rein. Jetzt wichtig, scannen. So. Yes. Jetzt kommt nämlich dunkler Chica. Morphologie dunkler Chica. Mit dunkler Energie aufgeladen auf Linie. Wäscheinsektoid. Objekt ist mit dunkler Energie aufgeladen. Größtenteils seines Körpers sind immun gegenüber Angriffen. Ausgenommen des unteren Eibeutels. Den Angriffen des Schwarms von Zöglingen ist auszuweichen. Ja. So. So, die muss man jetzt scannen, nämlich. Und damit haben wir Chica 100%. Und zwar die Chicklinge. Morphologie Chicklinge. Mit dunkler Energie aufgeladene Zöglinge des Chicas. Schwarm der Zöglinge verfügt nicht über die Verteidigung der Elterntiere. Nach Möglichkeit ist dem Schwarm auszuweichen. Gegebenenfalls ist er anzugreifen. Ja, kann man machen. Ich weiche meistens aus und fokussiere den Boss mit dem Lightbeam. Den man auch nur so besiegen kann, glaube ich. Aber die Viecher droppen natürlich auch. Schön Stuff. Das Coole an dem Bossfight finde ich, du musst mit deinen Beams arbeiten. Das finde ich sehr nice eigentlich. Aber eigentlich kann man den auch so erwischen. Oh, jetzt macht er wieder seinen Run. Man kann den auch, glaube ich, jetzt noch erwischen. Genau. Komm, ich baller einfach raus. Nochmal? Ist ja langweilig. Oh, fast getroffen. Schade. Natürlich weicht er jetzt aus. Schade. Komm her, du Misty. So, normale Form. Hallo. Ja, ist gut. Dafür habe ich dich getroffen. Ha. Ja, komm noch rein. Noch rein. Yo, nice. So. So.
Ups. Muss ich ja nichts nochmal scannen. Ah, macht er wieder seinen Sprit. Er oder sie, ich habe keine Ahnung. Oh, es hat getroffen, nice. Ja, moin, das geht. Haha, zweimal getroffen. Wir haben schon fast die Hälfte unserer Leben verloren. Ja, hier stand viel in Säure, ne? Das ist halt die Spezialität von dem Vieh. Haha. Nein, nicht scannen! Ach du blödes Ding! Okay. Wenn er nochmal diesen Sprint macht, setze ich ihm mal eine Supermissile noch rein. Nee. Okay, ich dachte, man könnte den mit Supermissiles besiegen. Oder stunnen zumindest. Du Mistvieh. Als ob der jetzt genau ausgewichen ist. Komm, stirb, 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 stirb. Yes. Kommt wieder Lightbeam zum Einsatz. Haben wir eigentlich schon den Special bekommen? Nee, ne? Nee. Ist eh jetzt down, also. So. Chica besiegt. Das Wasser fließt ab. Und wir erhalten. Ein, ja, interessantes. Oh, den haben wir noch nicht gescannt. 30er Lightbeam-Munition. Immer schön alles scannen. Ja, die scanne ich jetzt auch noch. So. Da. Use-Scan Chica-Objekt wurde eliminiert. Kein Regenerationsprozess. Wiederbelebung unwahrscheinlich. Und wir erhalten ein Visor, der uns helfen wird, aber den ich irgendwie nicht mag. Und wir bekommen Dark Visor. Oh yeah. Das ist dasselbe, wie ihr seht, wie der X-Ray-Visor. Nur ein bisschen anders. Nicht so cool wie der X-Ray-Visor. Das ist der Dark-Visor und der sieht so aus. Ja. Man kann die Plattform natürlich wesentlich besser erkennen als sonst. Ja, finde ich auch.
Nicht so wie beim normalen. Also wir haben hier zwar unsere Plattform, die stehen auch da. Also man kann auch einfach hier rüber jumpen. Aber ich mag dieses Design irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Ich will es jetzt nicht als schlecht deklarieren, sondern einfach nur als ich mag es nicht. So, das Ding müssen wir auf jeden Fall scannen. Und das Vieh da oben brauchen wir nicht. Das haben wir schon in der hellen Welt gemacht. Gibt es ja hier gar nicht. Ach, gibt es ja sowieso gar nicht, ne? Und der Dark Visor wird auch sehr, ja, nützlich sein, für ein paar speziellere Sachen zu finden. So, hier können wir nichts scannen. Nö. Energietransfer abgeschlossen. So, erstmal gucken, ob es hier noch was zu scannen gibt. Ich glaube aber nicht. Das ist auch schon krass eigentlich, ne? Ich meine, hier befindet sich ja in unserem Körper ein Viertel der planetaren Energie in Samus. Was das für eine krasse Belastung eigentlich sein muss, ne? Also nicht nur psychisch, sondern physisch. Auch für den Anzug und für sich selbst. Keine Ahnung, wie das ist, aber... Also ich hatte noch nie ein Viertel eines Planeten, dessen Energie in meinem Körper gespeichert. Obwohl, das hat sich ja eigentlich im Anzug gespeichert, ne? So, und hier müssten eigentlich, glaube ich, auch sogar Viecher kommen, ne? So, hier sieht man nochmal die Chica-Larve. Ich glaube, hier müsste... Was ist das da? Ach, diese Würmer, ja. Ne, hier können wir abhauen. Hier gibt es nichts mehr. Aber wo gehen wir jetzt hin? Das ist jetzt die Frage. Oh, hier war eine Missilstation. Ja, die bräuchten wir auch unbedingt. Sehe ich gerade. Wir haben nicht so viel Munition mehr vom Dark Beam. Deswegen würde ich die mal kurz in Anspruch nehmen. Ah, schön. Wieder volle Munition. Habe ich eben irgendwie gar nicht gecheckt, dass hier noch eine Missilstation war. So, wo gehen wir denn hin? Wir müssen nach... wo müssen wir nach? Ach, zum Tempel. Jo, jo, jo. Aber wir könnten uns... War das hier? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass man hier irgendwo noch ein Secret holen kann. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Nee, dann lasse ich es auch. Was bist du denn für eine Portalkammer eigentlich? Was bist du denn? Ach, du bist wieder dieser scheiß Raum, ne? Mit dem man nichts anfangen konnte. Ja, okay, dann gehen wir... Ja, wieder zurück. Genau wie wir gekommen sind, ja. Es gibt keinen anderen Weg, oder? Nee, es gibt gar keinen anderen Weg. Okay, ja, dann müssen wir halt wieder hier raus. Okay. Ich wünschte, es gäbe irgendwie so eine eigene Funktion,
oder ein neues Item oder so, mit der man... Moment. Ist das richtig? Ja. Eine Funktion, mit der man eigene Portale setzen kann, wann und wo man will. Weiß nicht, ich finde das irgendwie nice eigentlich. Wäre eigentlich ziemlich geil. Vielleicht in der Quadrology, wenn die irgendwann mal rauskommt. Wenn Metroid Prime 4 released wird. Wurde ja schon lange Zeit angekündigt. Ich warte so sehr auf dieses Spiel. Noch mehr als auf Cyberpunk. Ich freue mich richtig auf den vierten Teil. Also, egal wie er wird, ob er scheiße wird, ich freue mich trotzdem drauf. Okay. Weiße Tür zurück, ne? Ja. So. Wie gesagt, ich könnte jetzt noch ein paar Secrets holen. Glaube ich. Ich bin mir da nicht mal ganz sicher. Ich bin mir da nicht mal so sicher. Nee. Ah, doch eins vielleicht, aber... Das würde mir nicht so viel bringen. Nee. Lass. Oh, cool. Diese komischen... Oh, scannen. Die Energie Torvus kann das Land nicht verlassen. Oh, ja, stimmt. Lol, wo wollte ich denn jetzt hingehen? Wir müssen jetzt zum Tempel von Torvus. Nicht zum Tempel von... Da müssen wir es danach hin. Ja, okay. Nur ein bisschen gefällt gerade. Ja, okay. So unbedingt auf die Tür schießen, bevor die blöden Viecher spawnen. Oh. Oh, es geht nicht. Nein. Ja, ich warte einfach hier, bis die weg sind. Obwohl, wir könnten sie auch jetzt besiegen. Denn mit dem Dark Visor können wir sie auch sehen. Und zwar komplett. Komm her. Man soll sich nach da oben flüchten. Flüchtet ihr? Oh, ja, schade. Okay, ich habe das noch nie erlebt, dass die das umgehen. Ich hatte immer Glück damit dann, dass die nicht aufgetaucht sind. Schade. Dann hatte ich echt immer Glück gehabt. Holy shit. So, lass mich nach oben. Kommen nicht auch Piraten sogar? Ah, hier sind diese anderen Viecher da, ne?
Ja, die kann man zum Glück auch, ne? Ja, sehen. Oh nein, tatsächlich nicht so ganz. Okay. Dann fahren wir ab. Sicherheitshalber scannen alles. Weil diese Tempel sind halt Orte, da geht man zweimal hin und dann gehst du da nie wieder hin eigentlich.